Herzlich willkommen zum Lernvideo über den Erste-Hilfe-Kasten. In allen naturwissenschaftlichen Unterrichtsräumen muss ein Erste-Hilfe-Kasten oder ein Erste-Hilfe-Koffer vorhanden sein. Der Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens sollte dem Typ C nach DIN 13157 entsprechen. Der exakte Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens vom Typ C kann auf diversen Seiten im Internet, zum Beispiel auf der Seite des Roten Kreuzes, nachgelesen werden. In einem Verbandkasten dieser Art sind alle Verbände enthalten, die man bei Erste-Hilfe-Maßnahmen im Chemieunterricht, zum Beispiel bei Schnittwunden oder Brandverletzungen, benötigt. Wenn Verbände bei einem Unfall entnommen werden, sollten diese möglichst zeitnah wieder nachgefüllt werden, sodass der Erste-Hilfe-Kasten jederzeit vollständig gefüllt ist. Zögert nicht, den Erste-Hilfe-Kasten bei Unfällen jederzeit zu verwenden.